Ja. Ja. Die Ankerkette hat sich total um so einen Korallenblock vertüdelt. Das ist eingepackt wie ein Päckchen. Kommt mehr nach rechts. 90 Grad rechts. Oh Gott. Ich liebe das Geräusch. Wir, Freiheitssegler Andrea und Björn, segeln mit unserer Saira in der Welt der türkisen Wasser. Wir sind losgesegelt, um die ganze Welt zu erkunden. Das ist unser Antrieb. Dafür leben wir. Was wir dort an besonderen Momenten erleben, möchten wir mit euch teilen. Segelt mit und abonniert uns. Andrea? Ja? Die Ankerkette hat sich total um so einen Korallenblock vertüdelt. Das ist eingepackt wie ein Päckchen. Oh! Gott sei Dank ist er tot. Ich brauche mal die. Ja, lass uns das mal filmen. Ich brauche mal die GoPro und bringe auch Handschuhe mit, weil ich muss den. Das ist ein Riesenblock, der muss komplett umgedreht werden. Was haben wir ein Problem? Wir befinden uns in den letzten Zügen der Hurricane-Saison und ankern vor Martinique. Nun geht's weiter Richtung Süden. Mal sehen, ob Martinique uns freigibt. Ist frei? Ist frei! Echt? Ja! Cool! Und jetzt passt's, oder? Herrlich, Gott sei Dank! Ich hab schon gedacht, das wird eine Riesenaktion. Ja. Können wir jetzt essen? Jawohl! Käpt'n! Wir starten nun von Saint-Anne und segeln nach Saint-Lucia. Übrigens, Saint-Anne war die erste Station nach unserer Atlantiküberquerung. Von hier aus sind wir damals den Antillenbogen nach Norden gesegelt. Nun kreuzen wir unseren Ankunftspunkt und die Reise geht weiter nach Süden. Gib alles! Okay, reicht? Kommt mehr nach rechts, 90 Grad rechts. Oh Gott.
Das ist ja auch echt hilfreich, wenn er die Boje 10 Meter vor sich hat, weil ich habe jetzt nur auf die Boje geachtet. Und wenn Björn den Taucher vorher nicht gesehen hätte, ich habe keine Chance, vor dem Bug was zu sehen. Ja, vor allen Dingen hat er ja noch seine Tarnklamotten an. Wenn er so eine Sicherheitsboje hinter sich herschleppt, die 10 Meter entfernt ist, ist das wirklich ein bisschen kontraproduktiv, meine Güte. Ah ja, gut. Ja, ein kleiner Schreck beim Aufbruch nach St. Lucia. Er setzt auf jeden Fall einen Kaffee vom Adrenalinpegel. Wie viel Genua ziehen wir? Wahrscheinlich alles, oder? Ja, die komplette. Auf geht's nach St. Lucia. 20 Meilen sind wir jetzt unterwegs. Hoffentlich hält der Autopilot durch. Der macht heute ganz schöne Zicken. Ja, der hält gar nicht. Der hält den Kurs nicht. Halt mal bitte. Fährt er mit uns? Ja, der Autopilot spinnt ja seit der Atlantiküberquerung so ein bisschen. Und ein Seglerkollege sagte, eventuell ist Luft in der Hydraulik und hat uns Anweisungen gegeben, wie man das Ding zu entlüften hat. Das haben wir auch gemacht. Und das war ja gruselig. Der hat ja diesmal noch nicht mal gepiept. Der ist ja einfach in den Wind reingefahren, hat eben 90 Grad gewendet. Super. Auf Land zu. Ja, kann man vergessen. Mist. Ja gut, Windpilot kommt sowieso dran, allein um Strom zu sparen. Aber das Ding muss ja funktionieren, bei Flauten zumindest. Kaum ist unser Hydrogenerator im Wasser, schlägt die Selbststeueranlage schon wieder Alarm. Ich liebe das Geräusch. Eine Windsteueranlage zu erklären in einem YouTube-Video, das würde, glaube ich, 5 bis 10 Minuten beanspruchen. Letzten Endes, kurz gefasst, geht es darum, dass man dieses Sperrholzbrettchen zum Wind ausrichtet. Und dann die Anlage über 2 Übertragungsleinen mit dem Steuerrad verbindet. Die Übertragungsleinen werden seitlich durch das Cockpit geführt und falls das Schiff einmal aus dem Ruder läuft, wirkt jeweils eine Steuerleine auf das Steuerrad ein und korrigiert damit die Ruderstellung. Der Windpilot ist halt nichts für faule Menschen. Man muss halt ein bisschen darauf achten, dass man den wirklich exakt einstellt und die Segel müssen vor allem richtig getrimmt sein. Das ist halt nicht eben mal Knöpfchendruck und dann fährt das Ding halt stur seinen Kurs, sondern die Segel müssen wirklich ausgewogen sein von der Einstellung her. Wenn zu viel Druck ist, dann schafft er das halt einfach nicht. Das heißt, das signalische Können sollte erst vorhanden sein, bevor man dann mit so einem Windpiloten umgeht. Andererseits ist ja auch ein untrüglicher Anzeiger dafür, ob die Segel halt richtig stehen oder nicht. Und wir hatten zu Anfang die Genua viel zu dicht, das Große hatten wir auch noch zu dicht. Und ja, jetzt nach einem Stündchen oder dreiviertel Stündchen haben wir jetzt alles optimiert. Und jetzt ist super. Ja, jetzt können wir uns 3 Stunden zurücklehnen, noch 14 Meilen bis Rodney Bay. Und das Wetter ist eigentlich heute traumhaft. Die Regenwolke des Tages hatten wir heute Morgen. Seitdem läuft es. Falls jemand von euch Interesse daran hat, zu erfahren, wie man einen Windpilot ganz genau einstellt, dann schreibt es bitte in die Kommentare und wir machen nochmal ein extra Video dazu. Wie gesagt, der elektrische Autopilot ist heute nicht mehr zu gebrauchen, aber unser Windpilot, er fährt spitzenmäßig. Schönen Dank an Peter Pferdmann.
Jetzt können wir uns entspannen. Da wird wieder mal Zeit, die Braunalgen von unserem Windpiloten und von unserem Zeltjet zu lösen. Und die Braunalgen, das ist eine ganz klare Sache der Überdüngung. Wir werden immer wieder gefragt, warum wir nicht angeln. Schaut euch die Braunalgen an, die regelmäßig für Fehlalarme sorgen, und ihr versteht, dass es einfach keinen Spaß macht. Wir fahren hier jetzt gerade 5,7, 5,8 Knoten, allerdings ist das Speed over Ground, nicht die reine nackte Geschwindigkeit des Schiffs, sondern mit Strömung. Und unser Lock funktioniert mal wieder nicht, weil da irgendwie ein Krebs wahrscheinlich eingezogen ist. Das ist so ein kleines Rädchen vorne unterm Bug. Ja, und das muss ich eigentlich jedes Mal freimachen, bevor wir losfahren, wenn wir mal länger am Anker lagen, weil da immer irgendjemand einzieht. Also ein Hausbesetzer quasi, der das Ganze dann blockiert. Aber der hat natürlich auch nicht viel Spaß. Er muss die ganze Zeit die Rädchen festhalten jetzt. Wir sind noch 1,5 Stunden unterwegs. Jetzt gibt es erstmal einen kleinen Snack. What are you doing, Andrea? Ich lerne gerade meine Vokabeln. Wir fahren noch nach St. Lucia und wir sind auch englischsprachig. Wir sind gerade ein bisschen unsicher, ob das da vorne ein Berg ist oder eine Wolke, aber dann wäre St. Lucia wahnsinnig hoch. Das ist ja. Nee, das kann ich. Hier sieht man, dass Björn wohl Wolken für Berge gehalten hat, denn die Insel ist ja gar nicht so hoch. Vor uns liegt die ehemalige Insel Pigeon Island. Sie wurde 1972 künstlich durch Aufschüttung eines Landstreifens mit der Westküste der Hauptinsel verbunden und bildet heute die Rodney Bay, die vor allen Passatwinden geschützt ist. Kaum ist der Anker unten, nähert sich ein ausgerissenes Stück Dschungel, seltsamerweise mit Außenborder dran. Willst du den bezahlen? What? Currency? This is US Euro. Credit card? Ja. My name is Gregory. Okay, can we take picture? No problem. No problem? Okay. Yeah. I tell you what I have. Yes. Avocado. What does it cost? I give good price together. Okay. You see what you want, I give a good price after. Mango. Papaya.
special banana. You know this one? No. These are very sweet bananas. Very, very nice. Any beans? Green beans. From my mom's garden, my mama. Oh, okay, yeah, yeah. Okay, okay. You need tomato? Yes. Mango we have ripe? Yes. Any lemon? No, we have. Okay, thank you. What kind of money you want to pay? Euro. All right. For euro, I give all this, like this, for 20 euro. Like a special good price, my friend. 20 euro, you get a very good price. Give me a bag or a basket, let me give you. No, no, we have to make dealing. Because we come from Morocco. I know, but that's why I give you, I see the flag. That's why I give you a special price. Auf die deutsche Flagge bezogen, kann er mit Special Price nur meinen besonders teuer. What flag? German. Yeah, but we are Moroccans. Okay, Moroccan. You know Morocco? Okay, Morocco. Africa. Africa, oh, okay. It's 10 euro, it's okay. Ah, 10 euro is not good at all. What's your last price? German, 10 euro is not good. I give you all this already for 20 euro. No, that's too much. But you tell me. 10 euro, my friend. Oh, my friend, you're killing me, man. 10 is okay. No, 10 is no because, good. Because, look, we have 7 children to feed. No, I know, 10 is no good. Really? 10 is no good. I give you something more for the same price. No. Less price. Okay, 12. Take it for 15. Okay. No, the beans. I forgot the beans. You're right. It's 15. Because the beans are from your mother. Oh, man. What's your name? Gregory. That's why you guys kill it, you know. Banana, you have a big packet. The papaya is ready, I'll be careful. Thank you, Gregory. See you. See you. Bye-bye. 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 So, Mensch. Ja, was sagst du dazu? Jetzt können wir reinhauen. Die Bananen hier, die habe ich noch nie gesehen. Die sehen echt krass aus. Bin gespannt, wie die schmecken. Sind die schon reif? Ah, die fühlen sich noch recht hart an. Ja, die sind ja steinhart. Ja. Da müssen wir noch ein bisschen warten und noch ein bisschen gedulden. Ja. Okay, und das Schönste, Bohnen aus dem Garten seiner Mutter. Süßen. Ja, das ist süß. Ich hoffe, das ist alles aus dem Garten seiner Mutter. Ja, aus dem Garten des Supermarktes.